Dann sage ich, Schatz, sage mir, was du brauchst, bring ich dir mit. Nein, nein, ich schreib dir lieber einen Zettel. Sag, Schatz, sage mir, was du brauchst, dann bring ich das mit. So schwer, nein, nein, nachher vergisst du die Hälfte. Sag, Schatz, hier drinnen ist kein Brötchen, das ist ein Gehirn. Sage mir, was du brauchst. Hat sie mir gesagt, was du brauchst. Bin ich losgegangen, wir Männer sind ja nicht ganz doof. Bin losgegangen, hab alle gekauft. Also, nahezu, alle gekauft. Was? Ich habe nichts vergessen, ich hab's nicht gefunden, das ist was anderes. Es ging um Milch, ich hab geguckt, ich hab geguckt, Milch. Rechts, ich hab geguckt, Milch. Links, war keine Milch da. Gut, ich stand in der Fischabteilung, aber da hätte man ja Milch hinstellen können. Ey, komm, scheiß auf die Milch, die hat mir so viel gesagt, was sie haben wollte. Ich sag, die Milch hat sie vergessen. Nein. Frauen sehen schon anhand der Silhouette der Tüte von Weitem, was du vergessen hast. Ich kam nach Hause, sie kam direkt, sagte, wo ist denn die Milch? Stand ich da, ich sag, ja. Die war alle. Aber die sind nicht doof. Nein, die bauen Druck auf, die kommen näher. Bitte? Ich war genauso verwundert wie du gerade, aber Milch? Milch ist alle, komplett alle. Sie? Bitte? Ich sag, ja, Milch. Vor mir war ein Bus da. Mit Sportler und die haben alle Milch. Und die, aber Frauen riechen, wenn du lügst. Die riechen, dass die kam näher. Willst du mir allen Ernstes, und hör mir bitte genau zu, okay? Willst du mir allen Ernstes erzählen? Und lüg mich nicht an. Ja? Willst du mir allen Ernstes erzählen, dass es im ganzen Supermarkt nicht einen einzigen Liter Milch gab? Und ich stand da wie ein Fels in der Brandung. Ja. Keine Milch. Mozzarella hatten sie, das war mal Milch, kriegst du nicht mehr umgedreht. Dann mach die richtig Druck. Dann sagt die, du willst also erzählen, wenn ich dir jetzt gleich hingehe. Ich so, nun lass mich doch mal ausreden. Du lässt mich ja nie ausreden. Ja, ich war ja genauso sauer wie du. Du tust so, als wenn ich das toll finde. Na, was glaubst du, wie ich da abgegangen bin im Supermarkt? Ich hab mir den Geschäftsführer geholt, hab gesagt, mein Freund, wenn in einer halben Stunde nicht irgendwo hinter mir geschwört, ja, zündig deinen Laden an. Es kann also sein, Schatz, wenn du jetzt hingehst, dass sie wieder welche haben.